geht weiter. Ja, wir fahren von dem schönen Strandparkplatz weiter. Na cool. Richtung Kalamata. Wir werden aber heute nicht in Kalamata landen. Wir werden noch eine Zwischenetappe starten, weil es ist schon zu spät. Wir müssen jetzt noch Wasser auffüllen und Lebensmittel einkaufen. Suchen uns dann noch irgendwo einen schönen Platz. Wir werden dann morgen wahrscheinlich in Kalamata aufschlagen. Ja, auch wegen dem vermutlichen Karneval, der dort stattfindet, wo wir eventuell auch die Leute, die hier vorher, die wir hier kennengelernt haben auf dem Platz, wieder treffen. Ja. Stinky. Und dann schauen wir mal. Darf ich dich schminken zum Karneval? Ja. Echt? Ja. Willst du mich dann auch schminken? Ja. Aber gib dir dann Mühe. Ich schminke dich als Pferd. Oder Ziege. Dann brauchst du dich ja gar nicht erschminken. Doch. Kann ich einfach deinen nehmen. Ja, kann den Stück abschneiden. Ja. Okay. Ja, ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht feiert ihr mit Karneval, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und ja, viel Spaß mit dem neuen Video. Genau. Adios. Adios. Das hier war unser Stellplatz für die letzte Nacht, der Zwischenstopp quasi auf unserem Weg nach Kalamata. Nichts Besonderes. Hier ist das Meer, aber auch eine Straße, die hier lang führt. Hinter uns ist noch ein voller Fußballplatz. Und da sieht man die schneebedeckten Berge vom Mani-Gebirge. Sieht richtig schön aus. Wir sind auf dem Weg nach Kalamata. In Kalamata, dem Ursprung der Olive. Naja, vielleicht nicht den Ursprung, aber Kalamata ist ja bekannt für seine Kalamata-Olive. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Vielleicht haben wir sogar auch schon bei den ganzen Oliven, die wir uns verzehrt haben, Kalamata-Oliven gegessen. Dann werden wir mal schauen, was Kalamata noch so zu bieten hat. Wir müssen vor allem Wäsche waschen und so ein paar andere Erledigungen machen. Und natürlich gucken wir uns die Stadt an und werden dort auf jeden Fall das Wochenende verbringen. Und dann gucken wir mal. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Alice fährt. Ich habe jetzt ziemlich Angst, muss ich sagen, bei den ganzen Kurvenfahrten, dass sie plötzlich... Hast du's, wenn ich fahre? Ja, ich bin jetzt nicht ganz so der entspannteste Beifahrer, oder? Außer im Gelände, wenn ich auch fortfahre. Das ist kann nicht ganz so voll passieren, weil man da ja langsamer fährt. Aber hier, denke ich, die Feld fliegt aus jeder Kurve. Wir fliegen ja aus jeder Kurve raus. Wir sind jetzt in Kalamata und wir schlafen tatsächlich wo? Auf dem Campingplatz. Das ist das erste Mal Campingplatz auf dieser Tour. Letzten Winter in Spanien habe ich einmal auf dem Campingplatz gepennt. Grund ist auch, die haben da eine Waschmaschine, die kann man nutzen für 1 Euro. Und wer schon mal in Griechenland war, weiß, es ist ziemlich bescheiden mit der Wäsche waschen. Vor allem mit Self-Service haben die es nicht so. Wenn, dann muss man die Wäsche meistens abgeben und es ist ziemlich teuer. Und 1 Euro Waschmaschinennutzung ist natürlich echt ein Schnapper. Wir haben jetzt für eine Nacht 2 Personen insgesamt 16 Euro bezahlt. Kommen dann halt die Waschmaschinen noch dazu. Und eine richtig heiße Dusche. Genau, wir können jetzt eine richtig lange, vor allem heiße Dusche nehmen. Ja, jetzt gehen wir hier noch die Promenade entlang, gucken, ob wir irgendwas zum Essen finden. Da leuchtet uns was an. Da oben leuchtet. Wir dachten schon, hier hat alles zu. Ja, und morgen, meinte der Campingplatzbesitzer, können
können wir ganz easy noch bis abends stehen bleiben, mit dem Fahrrad Vormittag zum Markt fahren. Das werden wir auch machen. Wir wollten eh zum Markt. Und so lässt es sich auch mal auf dem Campingplatz aushalten. Guten Morgen vom Campingplatz. Wir sind rechtzeitig aufgestanden, damit wir die Ersten sind an der Waschmaschine. Typisch deutsch. Nee, hier sind nur zwei Waschmaschinen und wir haben es echt bitter nötig, die Wäsche zu waschen. Das ist ja auch ein Grund, weswegen wir hier sind. Naja, und nun haben wir die Wäsche in die Waschmaschine gepackt. Jetzt gehe ich eine Runde mit Mara. Alice kommt gleich. Und dann, Alice war sogar schon duschen. Ich gehe erst gleich und danach geht's mit dem Fahrrad zum Markt. So, wir sind angekommen auf dem Markt. Nachdem wir mit dem Fahrrad die komplette Stadt durchfahren sind, ist es fertig. Sind wir hier in so. Es sind so Markthallen. Das ist nicht im Freien, sondern es ist entlang einer riesigen Mall. Und die verkaufen hier all ihr Zeug. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen frisches Gemüse kriegen. Ist die Fischhalle. Das riecht auch so. Ich finde das jetzt nicht schlimm als Angler. So, und hier draußen geht es noch weiter. Die Halle ist sind wir durch. Und jetzt ist hier noch mal doppelt so viel. Alles draußen mit Gemüse und anderem Kram. Gemüse, Obst, alles am Start. Guckt mal, hier wird gerade gesegelt. Die Segelschule ist zugange. Richtige Miniboote, auf denen die üben. Sieht aus wie Kinderboote. Auf jeden Fall eine traumhafte Kulisse. Wir sind gerade auf dem Rückweg vom Markt zurück zum Campingplatz. Später geht es ja noch weiter hoch. So, um mal das Suchtverhalten meines Freundes hier aufzunehmen. Er liebt Ramschläden. Das stimmt nicht. China-Läden. Es ist unglaublich. Das heißt, wenn im Supermarkt einfach mal eine Abteilung ist, wo nur Klüngelkram rumsteht, weiß ich genau, wenn ich mal gerade irgendwo anders war, wo du zu finden bist. Ist es richtig? Naja, gibt es halt immer ganz interessante Sachen manchmal. Das ist Müll. Und hier stinkt's. Das ist wie unser Abwasser. Was willst du denn da dran? Rentierstreu fürs Klo suchen. Achso. Und das brauchen wir ja wohl, oder? Und da es das hier in Supermärkten nicht gibt, müssen wir in Ramschläden gucken, weil die haben das in ihrer Tierabteilung normalerweise. Shit. Du willst doch nur deine. Wir hätten auch einen Petshop aufsuchen können. Ja, das ist viel teurer. Ein Petshop. Hat er leider recht. Und klar habe ich recht. Du. Richtung Sonne? Ja. Wir haben Kalamata verlassen. Im China-Laden gab es leider kein Kleintierstreu. Echt ärgerlich, kein gut sortierter China-Store. Und Karneval war auch keiner mehr in Kalamata. Da hatten wir ja überlegt hinzugehen. Aber wir waren einen Tag zu spät, wie wir erfahren haben.
einen Tag vorher war wie so eine Art Grillfest in den Straßen Kalamatas. Da wären wir natürlich gern dabei gewesen. So war bei uns, wie gesagt, nicht mehr viel los, aber dafür waren wir ja heute auf dem Markt. Jetzt haben wir einen Campingplatz ausgecheckt und gefahren weiter mit frisch gewaschenen Klamotten an den Strandabschnitt. Frisch geduscht? Frisch geduscht vor allem auch, genau. An den Strandabschnitt, unweit von Kalamata entfernt. Und werden da hoffentlich die nächsten schönen Tage verbringen. Hört sich nach einem Plan an. Also, auf geht's! So, wir haben gerade auf dem Weg zum Platz noch bei so einem Laden angehalten und haben Fisch geholt, weil Alice Fisch essen wollte. Ich fange ja immer noch keinen. Ich muss jetzt unbedingt mal so einen Seebarsch fangen. Tipp an die Mädels, braucht keinen Angler zu holen, wenn ihr Fisch essen wollt. Fange eh nicht. Nichts Essbares. Nee. Tja, den werde ich jetzt draußen braten. Wir sind jetzt wieder an dem Platz, oder was heißt, wir sind jetzt an dem Platz. Ein sehr, sehr langgezogener Strandabschnitt hinter Kalamata. Und haben da die anderen wieder getroffen, die wir an dem anderen Platz quasi vorher schon angetroffen hatten oder kennengelernt hatten. Ja. Sieht das lecker aus? Mhm. Lecker. Kräuterquark, Kartoffeln. So. Da brutzelt der Fisch in der Pfanne. Draußen auf dem Kohlmann-Kocher. Damit es drinnen nicht so stinkt. Versuchst du unser Abendessen zu fangen? Ja, mal wieder. Und zwar mit einer neuen Montage. Und zwar hat mir hier jemand einen Tipp gegeben, der schon deutlich erfolgreicher war als ich. Mit einem schwimmenden Spirulino, einem sehr langen Fluorocarbon, also durchsichtigen Vorfach und so einem kleinen Gummifischchen. Könnte ein bisschen größer, aber ich habe nichts anderes. Und darauf geht so ziemlich alles, was hier im Meer rumschwimmt, also raubfischmäßig. Und vor allem habe ich es abgesehen auf Seebarsche, weil die schmecken uns ja sehr lecker. Ganz besonders. Ja. Ja. Bist du auch mit am Start? Und da stehen wir. Und wir haben ein paar Freunde wieder getroffen. Und zwar der Offroader, der Linke. Das sind Olli und Sabrina mit dem T1 Mercedes. Genau. Oder auch Bremer genannt. Und unser Feuerwehrmann ist auch wieder am Start und die Musiker, das Musikerpärchen auch am Start. Wir saßen gestern erstmal schön am Feuer und haben den Abend ausklingen lassen. Wir sind hier gerade am Holz holen in einem Eukalyptuswald fürs Feuer heute Abend. Und guckt euch mal diesen Eukalyptusbaum an. Ein riesen Teil. Irrsinn, ein richtig schöner Eukalyptuswald. Da kommt der nächste mit Feuerholz. Wird ein gutes Feuer. Hallo. So, ich nutze diesen herrlichen Tag heute mal, um ein bisschen die Gegend zu erkunden. Wir stehen immer noch am Strand. Ich habe hier von einem verlassenen Hotel gehört. Davon gibt es ja nur einige in Griechenland. Und das soll noch total besetzt sein, also mit Möbeln und all dem Inventar, was so in einem Hotel halt sich ansammelt. Und genau, ich werde das jetzt mit dem Fahrrad mal versuchen zu finden. Mara ist auch dabei. Tatsächlich bin ich jetzt hier auf dem Gelände angekommen, hinter dem Flüsschen, was da ins Meer mündet. Und hier geht es jetzt los mit einer kleinen Reihenbungalow-Siedlung. Ich sehe aber im Hintergrund arbeiten schon Bagger. Das heißt, hier wird vielleicht neu aufgebaut oder so. Und ja, ich werde jetzt mal ein bisschen rumgucken, mal schauen, dass ich niemanden störe.
und nehmen euch mit. Das erste, was ich hier so sehe, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Eine riesige Hotelanlage, weitläufig und verlandet. Gehen wir mal rein hier. Waschmaschine. Sogar der Aufzug ist noch vorhanden. Eine richtig geile Lage und eine richtig geile Sicht. Das ganze Gelände geht noch viel weiter nach da hinten. Das ist Wahnsinn. Morgen an unserem Strandplatz. Einige sind schon gefahren, kommen aber wohl heute wieder. Da ist so die Base. Da findet das Lagerfeuer meistens statt und da ist sogar ein Sofa. Der Olli hat oben auf seinem Dachgepäckträger von Mercedes eine Couch mitgebracht und die steht jetzt am Strand. Das ist natürlich Luxus. Hier ist heute Marshmallow-Action am Feuer. Oh yes. Ist das gut? Das ist richtig geil. Geburtstagsparty von Jörg an der Gitarre. Schon alle. So, hier gibt es heute Geburtstagsfrühstück oder Brunch. Alle haben so ein bisschen was dazugepackt. Alle sind am Start und ja, wir zelebrieren jetzt noch Jörg seinen Geburtstag, den wir reingefeiert haben. Das schmeckt richtig gut. Was hast du da? Irgend so ein Teller. Tschatschuch. Was hast du? Ja, danke schön. Hier ist gerade auf unserem Platz ein Verkäufer gekommen mit seinem T4 und hat da ganz viele schöne Sachen drauf. Olivenöl, Oliven, Marmelade, Wein und das ist natürlich cool. Ich kenne das nur aus Spanien, dass da die Bäcker ankommen. Ja, da kann man mal schön einkaufen. Alle pilgern dahin.
Jetzt ist hier eine Yoga-Session angesagt und ich bin der Hahn im Korb. Sagt man doch so, oder? Ja.